Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Machinarium. Yay! Wie ihr hier seht, habe ich die Türe hier schon aufbekommen. Das liegt daran, dass ich vorhin schon mal aufgenommen hatte, aber beziehungsweise ich dachte, ich hätte aufgenommen, aber dem war nicht der Fall. Und hier habe ich hier die Kombination rausgefunden. Ich zeige euch mal kurz, wie und woher ich diese Kombination gefunden habe. Der kleine Joseph, so heißt du übrigens, das weiß ich jetzt endlich. Wir sind hier hochgegangen. Und geh rein. Auf geht's. Sei ein braver Joseph. Dankeschön. So, wir sind hier reingegangen und hier ist eine Uhr. Und dann habe ich hier auf diesen Schalter hier gedrückt und dann ist es angezeigt worden. Aber davor habe ich noch durch dieses Teleskop geguckt und ich zeige euch jetzt mal kurz was. Hier, oh ne, ist kein Öl mehr drin. Oh nein, Physik, voll toll. Ja, jedenfalls habe ich hier durch dieses Mikroskop mit dem guten Joseph geguckt und kann man da nochmal reinsehen? Ja, tatsächlich. Ja, hier, da oben ist etwas angebracht. Man hat hier die zwei Roboter gesehen, also einmal den Fetten da und einmal jemand anderen. Und die haben hier oben eine Bombe angebracht. Beziehungsweise ich denke, dass es eine Bombe darstellen soll. Was soll es sonst sein? Und ja, die planen. Ja, Joseph rastet aus und das ist völlig nachvollziehbar. Ja, hier, guck, wir drücken nochmal drauf und hier wird's angezeigt. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Jedenfalls, auf geht's. Ja, Anschlag der IS. Des IS, es tut mir leid. Oh, Islamischer Staat und so. Nee, ist nicht lustig, tut mir leid. Oh, ich mache gerne solche Witze. Ich weiß, es ist inappropriate, aber es interessiert auch niemanden. Und bitte, oh. Jedenfalls, schön. Dann gehen wir weiter. So, dann wollen wir mal hier reingehen. Das war jetzt ein. Nee, es war keine Zeitverschwendung. Ich habe euch was gezeigt, also passt das auch. Na dann, rein damit. Rein mit dir, Josie. Auf geht's. Hier, mach mal hier. Und ja, dieses Rätsel habe ich noch gesehen und ich werde es verabscheuen. Ich werde sowas von verabscheuen, zumindest denke ich das. Mann ey. Ich hoffe mal, dass ich den Scheiß hinbekomme. Und naja, währenddessen, wie gesagt. Ich habe eine kleine Theorie aufgestellt. Unser guter lieber Joseph war ja, wie soll ich sagen? Er war ja auf der Müllhalde und jetzt ist die Frage, wie ist er eigentlich zu dieser Müllhalde, wie ist er da hingekommen? Das würde mich sehr interessieren. Und ich dachte mir, war halt nur zur falschen Zeit am falschen Ort oder hat es irgendwas mit seiner Freundin zu tun, die wir in, die wir schon mal bei ihm gesehen haben? Oder keine Ahnung, wer weiß. Und ich hasse dieses Rätsel, das weiß ich jetzt schon. Oh Gott, ey. Naja. Vielleicht hat er sich in irgendwelchen Ärger verstrickt. Und naja. Wir wissen es nicht. Wer weiß das schon? Nee. Ich dachte gerade, ich hätte. Ich mache hier gerade einfach nur random. Ich hasse dieses Rätsel jetzt schon. Ich sehe, wie sehr ich es hasse. Ah. Wenn ich jetzt so mache. Okay. Wir müssen zwei Dingsies vertauschen. Wenn ich ihn einmal hier so rumdrehe, dann sollte es eigentlich funktionieren. Oder? Wenn ich jetzt mit dem Ding hier drehe. Nee, nee. Nee, es mu einer muss hier unten sein. Okay, wenn ich das jetzt einmal so rumdrehe. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Ich muss nochmal andersrum. Einmal so rum. Wenn ich jetzt ihn einmal hier hindrehe, dann passt das leider nicht genauso, wie ich das möchte. Einmal so. Dann ist es leider nicht so wie. Nee. Nee, nee, nee. Aber. Hä? Warte mal, so. Wenn ich jetzt. Nee, da ist ja dieses eine grüne Ding sie nicht mehr drin. Oh Mann, ich weiß jetzt schon, wie anstrengend das wird. Jedenfalls, wie kam Joseph auf diese Müllhalde? Warum? Ich weiß ja nicht, die Story wird hier bis jetzt nicht erzählt. Hier wird nur ein Bombenanschlag sein. Okay.
Wie bekomme ich das jetzt hin? Ich will das nur hinbekommen. Es kann doch nicht so schwer sein. Ah, okay, du noch in die Mitte. Oh. Ach Mann, ich dachte. Oh, einmal so, einmal so, einmal so. Nee. Ach, wie, wie? Wie nur? Ich will das doch nur hinbekommen. Okay, so. Wenn ich jetzt einmal von dem hier aus drehe, einmal hier, nochmal, 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 einmal zweimal zurück, also dreimal zurück wollte ich. Wie mache ich das? Ich hasse dieses Rätsel. Mich würde es nicht wundern, wenn. Oh. Ach Mann! Oh! Einmal hier. Oh, nö, doch nicht geschafft. Oh nein. Ich hasse das, ich hasse das. Komm schon. Es kann doch nicht so schwer sein. Wenn, dann verstehe ich nicht warum. Doch, ich verstehe schon warum, aber. So. Sieht schon mal irgendwie korrekt aus. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht. Und die Musik creept nicht im. Boah, die ist so creepy. Ich mag sie aber. Ist einfach dieses. Ja, genau. Das war die beste Beschreibung, die ich jemals für eine Musik hatte. Jetzt dachte ich, oh, ich hab's geschafft, oh, geil, yay, was ist das, das sieht aus wie ein Föhn, was mache ich jetzt damit, egal, egal, also Joseph, okay, hast du eine Idee, oben, ah, das Ding, oh, cool, 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 okay, was ist das eigentlich da oben, ich will mal sehen, schieß drauf. Ach nee, ich Idiot. Kannst. Oh. Oh, süß. Kann ich das mit dem. Oh, ich hab's verbunden. Oh, wie toll. Okay. Komm, Joseph, raus mit dir. Und da ist immer noch der Dude, der kifft. Oh, schön. Ich hab dieses Rätsel. Oh, das gefällt mir. Wahrscheinlich eher durch Zufall. Ich speichere das besser. Wie konnte ich nochmal speichern? Achso, hier. Zap. Yes. Wundervoll. Wunderbar. Okay, jetzt ist nur die Frage, was mache ich mit dem komischen Pömpelgewehr? Kann ich da hinschießen? Will ich da hinschießen können? Hey du, ist so niedlich. Oh bitte, Joseph, bitte. Okay, wieso nimmst du nicht den Kanister mit Öl mit? Das ist bestimmt sowieso nicht für dein Alter. Wer weiß, vielleicht ist da Alkohol drin. Zumindest, nee, wer weiß. Nee, selbst wenn, das hat wahrscheinlich keine Auswirkung auf ihn. Dann raus mit dir. Oh, wir sind draußen. Was ist das denn? Hier gibt's so viel Neues zu entdecken. Das ist wundervoll. Also, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gehen wir nochmal hier hin. Dann kannst du hier hin, oder wird... Nee, das Gepäck versperrt dir nichts. Aber ich könnte nach hinten gehen. Oh, hier gibt's so viele Möglichkeiten. Okay, ich gehe erstmal, nach da. Erstmal zu dieser komischen Dame. Oder, naja, ich weiß nicht, ob Roboter ein Geschlecht haben, aber sie identifiziert sich wahrscheinlich als Dame. Was weiß ich. Sie hat eine Trillerpfeife in der Hand. Ah, hallo. Was ist das? Okay. Achso, ich muss es wahrscheinlich so hinbekommen, dass es, dass es nach unten geht. Okay, warte mal. Hier steht irgendwas. Eins geht immer nach oben. Geht auch eins nach. Achso, wie es sein soll. Das heißt, das oberste muss wahrscheinlich, dann kannst du nicht nach unten gehen? Anscheinend nicht. Aber. Achso, hier kann ich resetten. Okay. Ah, so ist es gedacht. Okay. Eins muss. Ich probiere es einfach aus. Nee. Achso, es muss ganz nach unten kommen. Okay, das heißt, wenn unten. Okay, verstehe. Einmal so. Das sollte hier nichts sein. Dann ist einmal hier oben was. Also hier. Oder sollte es hier in dieser Mitte sein, da wo diese drei sind, dann sollten die da oben sein. Das macht irgendwie. Ich probier's halt. Nee. Ja, hör auf zu pfeifen. Das bringt mir auch nichts. Nee.
Okay, ach so, ich kann die nur so hier hin und so. Ah, okay. Wenn sie einmal oben sind, kann ich sie auch nicht mehr runterbringen. Okay, interessant. Geh mal hoch. Mach ich das so? Das war Fail. Okay. Einmal hoch, einmal runter. Einmal hoch, einmal runter. Probieren wir aus. Nee. Okay. Was ist damit gemeint? Wenn. Achso, das da oben soll nach. Oder? Ist das so gedacht, wie ich denke? Ich probiere es gleich aus. Ja, okay. Okay, dann machen wir mal. Wunderschöne Musik. Mir gefällt sie immer noch. Also. Der ganz unten muss wahrscheinlich hier hoch. Aber so, zack. Zack, zack. Das war schon wieder ein Fail. Ich muss immer so eine kleine Lücke dazwischen lassen, ansonsten funktioniert es nicht. So. Jetzt aber die Frage. Nee. Wenn ich das so mache, dann habe ich schon verkackt, weil das eben nicht geht. Wenn ich so mache, zack. Zack, zack. Zack. Also ich denke schon, dass das ganz oben das hier sein muss. Aber ich habe jetzt schon wieder verkackt, glaube ich. Einmal so. Wenn ich jetzt einmal nach unten mache. Und die einmal nach oben, zack. Das geht aber nicht. Es sei denn, du. Ist das so gewollt? Huh. Was soll die 01? Ach so, wie das aufgebaut ist, oder wie? Ha. Oh Mann, man muss auch erstmal die Rätsel verstehen und dann muss man sich. Oh, das ist mal so nervig. Wenn ich einmal runter. Das war jetzt schon. Oh. Was mache ich denn da? Oh. Ich muss da irgendwie so eine Lücke lassen. Wenn ich dich nach oben mache, dann kannst du nach hier. Ich denke schon, dass es so richtig ist. Oder muss ich die einfach nur vertauschen? Es kann ja auch sein, dass ich sie nur vertauschen muss. Aber selbst wenn, was bringt es mir dann, wenn ich sie vertauscht habe? Aber hier könnte ich dich hier hin machen. Hier, hier. Jetzt habe ich aber hier schon einen Fehler begangen, glaube ich. Ja. Okay, kannst du. Ich kann es auch einfach mal so hängen lassen. Nee. Okay, hey, wer bist du eigentlich? Hallo. Regenschirm? Ach so, du suchst einen Welpen. Ach so, deswegen auch die Pfeife. Okay, kann ich denn eine Pfeife haben? Nee. Okay, ich verstehe. Ich habe ja deinen Wauwauchen gesehen. Ah. Okay, kleinen Dingsy mag. Oder kann ich das so machen? Nee. Ja, ist gut, ich weiß, wo dein Hundi ist. Okay, Clan Joseph möchte das nicht. Wenn ich dich größer mache, dann kannst du. Nein, du kannst da nicht hinkommen. Ich probiere das noch mal ein bisschen aus. Ich probiere das noch. Oh. Achso. Ja, okay. Ich denke schon, dass ich die hier vertauschen muss, aber. Ja, hier steht ja auch, die Dingsies müssen ganz da rum und die Dingsies sollten wahrscheinlich unten bleiben. Ich bin mir aber nicht sicher, wie genau das gemeint ist. So, wenn ich das jetzt nach oben mache, dann kommst du nach oben. Könnte ich auch einmal. So. Einmal zack. Einmal zack, einmal zack. Einmal zack. Einmal zack. Zack, zack, zack. Jetzt hat es diese magnetische Kraft. Oh, das war ja irgendwie einfach. Einfacher als ich dachte. Nee, er sagt. Nee, nee, nee. Okay, wenn du jetzt nach unten gehst, würde sich das doch bestimmt anziehen, oder? Keine Attraction? Oder. Keine? Was ist denn los, Joseph? Oh, Mann! Oder. Wie mache ich das? Dann muss ich den Schlüssel dahin. Oder. Warte mal. Ach komm, Kleiner, was ist denn los? Mach doch. Danke. Komm, Joseph.
Okay, ich lasse es einfach mal so. Wer weiß, vielleicht ist es ja richtig, es ist auf jeden Fall an. Vielleicht benötige ich es ja noch. Was ist das? Okay, hier ist auf jeden Fall. Ah. Okay. Komm her, du Töle. Oh. Oh, nicht getroffen. Hast du sonst noch eine Idee? Ach so, ich muss ihn irgendwie davor locken. Ja, okay, nicht zweimal das gleiche denken, das ist nicht gut. Ach so, hier, jetzt bist du hier drauf. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ach nee. Das Blöde ist, er ist ja da hinten. Das bringt dir dann nichts. Aber du hast was Schönes gebaut, das ist immerhin irgendwas Tolles. Also geht man da hin. Was? Nee. Ach, na gut. Du kannst aber nach hinten gehen, oder? Nö. Ach nee. Ach so, oh, ich bin doof. So, nochmal hoch. Mach dich größer. Jetzt sollte. Oh, mach dich ganz klein. Oder ist es jetzt. Warte mal, warte. Nein, 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 Joseph. Joseph. Mach dich mal groß. Und dann schieß drauf. Okay, nee, dann machst du dich automatisch wieder kleiner. Okay. Ich hab verstanden. Plopp. Ja, und jetzt? Oh. Ja, schüttel den Kopf. Sonst irgendeine Idee? Ja, ich weiß wie, aber wie locke ich ihn denn an? Ja, ich weiß, aber wie locke ich ihn an? Das würde ich gerne wissen. Joseph. Oh, ups. Hier, wenn ich ihn hier jetzt. Wieder rein mit dir. Achso, ah, okay, ich weiß, welchen Fehler ich gemacht habe. Ja, jedenfalls. Ja, ich kann nicht, aber warum kann ich nicht? Kann ich denn, nee. Ah, okay. Ja, vielleicht die andere Seite anschubsen? Das wäre doch mal was, das wäre doch mal was, ne? Nee? Was ist denn, mein kleiner Kumpel? Ja, ich weiß, aber. Nee, er macht dann den Schubs. Oh, komm schon, Joseph. Okay, das Spiel kann manchmal richtig frustrierend sein. Okay, wie komme ich da hoch? Kann ich. Nee. Will Joseph. Warte mal. Warte. Du hattest eine Idee. Ja, ich weiß. Du brauchst dafür, dein. Den Regenschirm der lieben Dame, weil Wasser und du, ihr vertragt euch nicht gut. Warte mal, wenn ich jetzt. Kann den ganzen nach oben machen, kann den ganzen unten machen, aber wenn ich hier nochmal drauf drücke, dann wird es wahrscheinlich wieder resettet. Das will ich natürlich nicht. Die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich den Hund? Oder was auch immer das sein soll. Ich denke, das soll ein Hund darstellen. Jetzt ja, Joseph sagt, ja, er will schießen. Du darfst schießen, von mir aus, aber da ist ja das Fass davor. Deswegen ist es ja doof. Weil wenn du jetzt schießt, dann triffst du ja das Fass. Das bringt mir ja nichts. Zumindest Joseph bringt es nichts. Und du willst es ja nicht von unten oder sonst wo versuchen. Du gehst ja immer in die normale Größe und dann schießt du nochmal. Das Blöde ist, ich kann es nicht abbrechen. Du willst unbedingt schießen. Ja. Oder, warte mal, kann ich das, was? Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum. Also, ich habe einfach mal geklickt und es hat funktioniert. Aber ich verstehe jetzt gerade nicht, warum, warum Joseph das jetzt bewegt hat. Aber, okay. Okay, Joseph, mach so, wie du möchtest. Auf jeden Fall habe ich jetzt dieses Ding da. Du schiebst es jetzt wahrscheinlich bis dahin und dann passiert irgendwas. Ja, jetzt kannst du da rum und jetzt kannst du das hoch machen, ne? Ah, okay, dafür ist es also gut. Okay, dann machen wir das noch kurz. Einmal hoch und geschafft. So, und jetzt kann Joseph das wieder dahin schieben. So, das machen wir noch und dann machen wir auch Schluss für heute. Oder beziehungsweise Schluss für den Part. Also für euch Schluss für heute, aber für mich geht's natürlich noch weiter.
Joseph macht ja auch nur seinen Job. Na dann. Ja, hör auf zu pfeifen, dein Hund wird nicht kommen. Das ist voll gemein von mir. Egal. Also. Das ist jetzt wieder dahin geschoben. Das heißt, wenn du jetzt hier hochgehst, kannst du auch hier hochgehen. Dann wirst du groß machen und dann kannst du wieder hier hoch. Okay. Gut, dann gehen wir im nächsten Part hier hoch. Und mal sehen, wie wir den Kleinen hier bekommen. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss.